Willkommen im Nordwesten Deutschlands, willkommen in Ostfriesland. Hier, wo viele Urlaub machen, liegt Wiesmoor. Bekannt ist die Gegend nicht nur durch ihre endlosen Moorlandschaften, sondern auch durch die Firma Schon Fahrzeugsysteme. Hergestellt werden hier individuelle Auf- und Ausbaulösungen für Transporter, also auch für den Mercedes-Benz Sprinter. Rund 2000 Fahrzeuge erhalten hier jährlich nach den exakten Wünschen der Auftraggeber ihre Aufbauten. Wir cruisen hier gerade mit einem 514 CDI mit Kommunalkipper für Recyclingbetriebe und einem 316 CDI mit Kofferaufbau und einseitiger Schiebeplane für das Speditionsgewerbe durch die herbstliche Landschaft. Beide Transporter sind sozusagen Spezialentwicklungen. Doch sagen wir erst einmal guten Tag. Ja, moin aus Ostfriesland. Wir haben nicht nur Tee in Ostfriesland und nicht nur Friesengeist und Rum, Grog bei diesem Schiedwetter, wie wir in Ostfriesland sagen, sondern wir bauen auch Kipper. Im Hintergrund kann man hier einen guten Sprinter mit Kipper sehen. Auf den ersten Blick recht unauffällig, aber auch hier für eine Kommune gefertigt. Wir haben vorne die Varia-Box dran, hinten den Kipper mit erhöhten Bordwänden. Wir haben hinten Schüttbleche, damit das Kipp gut rausfallen kann, praktisch aus dem Aufbau. Hinten eine Erhöhung dran, damit dort auch Müllsäcke eingeworfen werden können und wir dort natürlich auf Nummer sicher gehen können, dass nichts daneben fällt. Schon Fahrzeugsysteme versteht sich sozusagen als verlängerte Werkbank der Hersteller. Die Hersteller bauen also die Transporter und Fahrgestelle und die Firma Schon kümmert sich dann um das, was den Auftraggebern hinsichtlich der besonderen Spezifikationen wichtig ist. Zu den Kunden gehören nicht nur unzählige Firmen, sondern vor allem Städte und Gemeinden. Auffällig viele Transporter in Kommunalorange stehen in der Produktionshalle und werden hier für ihren späteren Einsatz vorbereitet. Gerade im kommunalen Bereich ist es so, dass Fahrzeuge 24 Stunden am Tag genutzt werden, über eine lange Zeit, teilweise bis zu 10 Jahre auch gefahren werden. Und darum ist so der Sprinter da der Dauerläufer. Aber auch das Handwerk sucht immer wieder nach ganz und gar individuellen Lösungen. Es kommt eben immer darauf an, was die Betriebe mit ihren Transportern unternehmen wollen und wo sie aktiv sind. Dabei haben nicht nur die Kipper unterschiedlichste Größen, sondern häufig ist Zusatzausstattung erforderlich, um bestimmte Arbeiten überhaupt durchführen zu können. In der Praxis zeigt sich, dass clevere Aufbaulösungen die Effizienz von Betriebsabläufen entscheidend verbessern können. Der Endkunde wartet eigentlich sehr händeringend auf sein Fahrzeug. Als Galabauer oder als Tiefbauer sind sie sehr auf das Fahrzeug angewiesen. Der eine sagt, ich will gerne ein Fahrzeug mit Gerätekasten und einem Kipper hinten dran. Ich brauche in meinem Gerätekasten als Beispiel Schubladen, Schubböden oder entsprechend einfach nur Regale, wo ich entsprechend meine Materialien lagern kann. Manchmal aber kommt es ausgesprochen ausgefallen, denn es gibt Kundenwünsche, an die man zunächst gar nicht glauben will. Also wir hatten tatsächlich mal einen sehr kuriosen Aufbau, den wir gestalten durften. Und zwar war es ein fahrbarer Kleiderschrank. Die Herausforderung lag darin, dass die Mitarbeiter, wenn sie von Baustelle zu Baustelle fahren, ihre Sachen, sprich Jacke, Stiefel, sicher unterbringen sollten und dort das Ganze möglichst auch noch getrocknet werden sollte. Somit haben wir in unsere Varia-Box entsprechende Trennwand eingebaut und dort in einen fahrbaren Kleiderschrank gestaltet, den man sogar über eine externe Heizung beheizen kann. Das alles klingt nach einer Menge Arbeit und vor allen Dingen nach ganz vielen Handwerken, die hier gekonnt ausgeführt werden müssen. Die ständige Herausforderung liegt deshalb darin, dieses Qualitätslevel in jedem Detail Tag für Tag perfekt umzusetzen. Es sind Metallbauer, die unsere Stahlrahmen bauen, die zum Verzinken gehen. Dann haben wir Metallbauer mit Fachrichtung Fahrzeugbau, die die Vormontage machen, die Montage auf den Fahrzeugen, Ladekräne montieren, Ladebordwände montieren. Dann haben wir Fahrzeugelektriker, die die ganzen Zusatzarbeiten machen und eine Lackiererei, wo die Fahrzeugaufbauten dann natürlich auch lackiert werden. Doch kommen wir noch einmal zurück auf den Mercedes-Benz Sprinter, den wir alle schon mit den unterschiedlichsten Aufbauten gesehen haben. Eigentlich könnte der Hersteller doch selbst diese Spezialtransporter aufbauen, oder? Aber ganz so einfach ist das nicht. Es sind große Stückzahlen, die produziert werden, aber diese großen Stückzahlen setzen sich aus vielen individuellen Aufbauten zusammen. Allein dieses Fahrzeug gibt es in verschiedenen Radständen, die aufbauen in verschiedenen Breiten und Höhen, dass sich einfach bei der Vielzahl von Möglichkeiten in den einzelnen Branchen für den Hersteller nicht lohnt, das selber zu produzieren.
Somit ist klar, in der Großserie entsteht die zuverlässige technische Basis, also Fahrzeuge für Standardanwendungen. Mittelständische Unternehmen, wie schon Fahrzeugsysteme, haben sich darauf spezialisiert, Lösungen für individuellere Aufgaben zu finden. Mit Erfolg, denn mittlerweile ist die Firma auch als Erstausrüster fest etabliert. Wir sind der Meinung, dass wir zwar eine Nische bedienen, aber diese Nische in den letzten Jahren, also in den letzten 25 Jahren, massiv gestiegen ist, also eine massive Anzahl gestiegen ist der Fahrzeuge, die wir da machen konnten, weil eben die Kundschaft immer speziellere Anforderungen stellt an dieses Fahrzeug. Es sind Lösungen notwendig, damit auch die Mitarbeiter effektiv arbeiten können und sich somit als Spezialist ihrer Branche herausstellen können. Wenn man so will, arbeiten hier am Ende also Spezialisten für Spezialisten. Und ähnlich wie die Kunden bei ihrem Transporter auch nichts dem Zufall überlassen, sorgen hier Handwerkskunst und Know-how aus den verschiedensten Branchen dafür, dass der Sprinter seinen Job bestmöglich erledigen kann.